Hallo ihr Lieben, heute will ich mit euch mal nach Treasure Beach fahren, meinem Zuhause, meinem Dorf, mein Zuhause Teil 1. Wir fahren hier jetzt gerade durch Belmont, dem Geburtsort von Peter Tosh. Treasure Beach ist kein Strand, wie man annehmen würde. Vom Namen her, denn es sind mehrere Strände. Das ist der Name vom Dorf. Aber eigentlich sind es vier einzelne Strände, vier einzelne Dörfer, die Treasure Beach bilden. Werde ich euch alles zeigen, alle Strände, alle Hotspots. Da freue ich mich schon sehr drauf. Hier fahren wir gerade bei Peter Tosh vorbei, wo das Auto reinfährt. Da ist das Peter Tosh Mausoleum. Peter Tosh war ja gemeinsam mit Bob Marley in der Band The Wailing Wailers, bis er dann alleine Musik gemacht hat. Er ist aber dann 1987 in Kingston erschossen worden und liegt jetzt da auf dem Familiengrundstück im Mausoleum beigesetzt. Der Strand von Belmont. Ihr werdet jetzt fragen, wo zur Hölle sind wir hier gelandet? Ich kann es euch sagen, wir fahren die sogenannte Buck Road, die Straße von Black River nach Treasure Beach über Fort Charles, einem kleinen Dorf, und kommen auch gleich zum Fort Charles Beach, einem ganz versteckten, schönen Strand, was eigentlich der Treasure Beach ist. Denn da findet man ganz viele Schätze. Die Bastler unter euch würden sich da wirklich freuen. Also von Treibholz über Muscheln. Ich bin ja auch so ein kleiner Bastler. Und immer wenn ich am Fort Charles Beach bin, dann nehme ich irgendwas mit. Da könnt ihr schon das Meer sehen. Und wir sind am Strand. Jetzt sind wir hier also am Fort Charles Beach. Der Strand ist heute ziemlich schmal, weil das Meer sehr, sehr wellig ist. Geht auch ein bisschen Wind, das ist sonst nicht so stark. Und was ihr hier auch finden könnt, ist schwarzer Sand. Warum ist der schwarz? Das ist keine Umweltverschmutzung, kein Öl. Die Insel ist vulkanischen Ursprungs. Ich zeige euch das mal. Und deswegen haben wir hier kohlrabenschwarzen Sand. Da, schwarz wie die Nacht. Das sind hier die Schätze, von denen ich gesprochen habe. Muscheln. Andere Schätze verstecken sich hier im Busch. Schaut mal, das ist eine Kalabasch. Da ist noch eine, die kann man nicht essen, die Früchte, aber ich nehme die auch gern mit zum Basteln, denn aus denen macht man Schalen oder so Trinkgefäße auch zum draus essen, zum draus trinken, da liegen ganz viel unten. Ich glaube, die nehme ich sogar mit hier, die sieht gar nicht so schlecht aus, bevor sie auch runterfällt. Wie ihr also sehen könnt hinter mir, es ist keiner da, wir sind ganz alleine hier am Fort Charles Beach. Also ein echter Traumstrand. Das ist meine heutige Ausbeute hier vom Fort Charles Beach. Wir kommen jetzt nach Billy's Bay rein. Das erste Dorf, da steht es auch auf dem Schild. Welcome to Billy's Bay. Das ist mein Dorf, in dem ich auch wohne, in dem wir unser Grundstück haben. Da ist die Dorfversammlung. Von links haben wir mal gewohnt, das war unsere allererste Wohnung hier in Treasure Beach. Dann links. Ich gehe jetzt mit euch gerade runter zum Strand von Billy's Bay. Hier liegen auch einige Fischerboote und Touren
machen sie von Treasure Beach hier auch aus zur Pelican Bar. Was von hier aus sehr, sehr schön ist, weil man da sehr, sehr oft Delfine sehen kann. Billy's Bay ist ja benannt nach dem berühmten Piraten Calico Jack, der eigentlich William Rockham hieß. Und der Spitzname von William ist Billy, deswegen Billy's Bay. War hier also auch Piratenhochburg, die ganze Südküste von Kingston entlang. Dieses hier sind Sea Crab, also wie Weintrauben. Da draußen ist Riff. Was man hier beachten muss in Treasure Beach am Strand, dass die Unterströmung sehr, sehr stark ist. Man muss gut schwimmen können, denn es zieht einen sehr, sehr leicht raus. Es passiert hin und wieder, dass hier Leute auch ertrinken, leider, die eben nicht gut schwimmen können oder nicht wissen, wie sie sich raushelfen sollen. Denn man würde in Panik natürlich direkt zum Strand zurückschwimmen wollen, ist aber der falsche Weg. Man muss parallel zum Strand schwimmen und aus diesem Sog rauskommen. Und das wissen eben viele nicht oder ja, denken nicht dran in Panik, logischerweise. Und dann zieht sie raus. Hier nochmal die Erklärung, also was ich vorhin erzählt habe mit der Strömung. Wenn es euch also rausziehen sollte, da ist der Strand, jetzt zieht es euch raus. Was ihr macht, ist zur Seite wegschwimmen, parallel zum Strand und nicht versuchen, hier entgegen der Strömung zum Strand hinzuschwimmen. Alles klar? Ich gehe mit euch hier am Frenchman's Beach entlang, zeige euch die Strandbar Eggies. Der Strand ist zurück. Vor ein paar Wochen sah es noch ganz anders aus. Da ging das Wasser hier bis zur Mauer. Als die Stürme hier vorbeizogen, hat es auch leider sehr viele Boote erwischt. Da ist Frenchman's Reef, Restaurant und Bar. Das ist die Lion Rock Bar. Da liegen die Fischerboote. Da ist also Eggies Bar. Leider zu, aber was soll er machen? Ich meine, es sind keine Touristen hier in der Pandemie. Aber wir hoffen auf Weihnachten. Aber könnt ihr euch vorstellen, hier euer Red Stripe zu trinken, Bob Marley zu hören und den Sonnenuntergang zu schauen. Es gibt nichts Schöneres. Das ist der Weg zum coolsten Platz, von dem man den Sonnenuntergang aus sehen kann. Der Bottomwood Tree, auch ein sehr beliebtes Fotomotiv. Von hier hat man echt einen sehr, sehr tollen Blick übers Meer im Sonnenuntergang. Ist jetzt auch bald soweit. In ungefähr einer Stunde ist schon ziemlich tief die Sonne. Da drüben ist Jack's Bread Restaurant. Und das ist also der alte Bottomwood Tree. Das ist nochmal hier der Blick auf den Frenchman's Beach. Ich zeige euch jetzt mein Lieblingsgästehaus, das Katama hier in Treasure Beach. Da, wo ich am liebsten unsere Gäste unterbringe, da waren auch schon meine Eltern, die waren letztes Jahr zu Besuch. Mir gefällt sie total gut. Sie haben einen wunderschönen Garten. Das Katama gehört Moni und Simon.
Simon macht hier den Garten, hat auch die ganzen Cottages gebaut. Moni hat die Liebe zum Detail. Wir gucken uns mal hier um. Also sie haben Cottages, die Holzcottages. Und sie haben aber auch drüben im Haupthaus normale Zimmer aus Stein. Hallo! Gehen wir mal hier rein. Zeige ich euch mal, wie man hier so wohnt. Das Zimmer hier hat eine Außendusche. Da ist das Meer. Also echt direkt am Meer. Achtung! Das finde ich auch ganz, ganz toll. Würde ich mich am liebsten gleich reinsetzen, die Füße hochlegen. Und man kann, also wenn man hier jetzt im Bett liegt, guckt man eigentlich direkt aufs Meer. Also hier kann man sich echt die Zeit gut vertreiben. Außenbereich, da hinten ist noch eine Außendusche. Die Spiele- und Unterhaltungsecke. Da geht's zum Strand. Da gehen wir doch gleich mal gucken. Guck mal, hier. Hat sich ja auch gesammelt. Und da geht's also zum Strand, zum Frenchman's Beach. Da ist einer im Wasser. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, nach Tasha Beach zu kommen, um hier Urlaub zu machen, dann würde ich euch das Katama wirklich sehr ans Herz legen. Denn hier fühlt man sich immer wie zu Hause, zu Gast bei Freunden. Man wird herzlich aufgenommen, man hat alles, was man braucht. Man hat die Küche, man hat den Kühlschrank im Zimmer, man ist direkt am Strand. Also es gibt für mich eigentlich wirklich nichts Besseres. Man hat auch die Auswahl, wer jetzt sagt, ich habe nicht so viel Geld. Es gibt verschiedene Kategorien an Zimmer. Also ihr könnt gerne mal gucken. Ich verlinke euch hier im Video und auch da unten drunter die Webseite. Könnt ihr dann selber mal nachschauen oder auch auf Instagram. Im Facebook, ihr findet sie auf jeden Fall und es ist definitiv zu empfehlen. Das ist Oma, unser Jerkmann in Treasure Beach. Frisches Jerk Chicken vom Grill. Und die Dorfbar. Ich stehe jetzt mit euch hier am Calabash Beach, der dritte Strand von Treasure Beach. In Calabash Bay. Jetzt haben wir hier echt gleich den Sonnenuntergang. Ich bin immer noch am Calabash Beach und warte mit euch auf den Sonnenuntergang. Nicht allein. Hallo. Wagwan. Da hinten ist das Great Pedro Bluff und es dauert nicht mehr lange, dann haben wir den Sonnenuntergang hier am Calabash Beach. Ich habe es mir gerade gemütlich gemacht hier unter der Palme. Die Sonne ist jetzt gerade dabei, hier im Meer zu versinken. Wir haben heute also schon drei Strände geschafft. Morgen dann zeige ich euch den nächsten, den Great Bay Beach, den letzten. Der nächste Morgen, wir gehen jetzt erstmal frühstücken zu Dawn, zu Smurfs Café in den Coffee Shop. Da steht schon das Schild.
Jamaican Breakfast. Das ist also hier Don's Coffee Shop, wo man sich trifft zum Frühstück. Einheimische Touristen zum Austausch von guten Vibes. Wir schauen mal, was sie hat. Ich treffe mich dann auch mit einer Freundin hier zum Frühstück. Wir gucken mal rein. Morning! Da ist auch schon ein Bekannter. Wir sagen erstmal Guten Morgen. Morning! Das ist also hier mein Frühstück. Kalaloo und Saltfish mit Fried Dumplings. Da drüben haben wir Ackee und Saltfish, das Nationalgericht, was wir in einem der folgenden Videos auch nochmal mit euch kochen werden. Guten Appetit! Jetzt bin ich mit euch hier auf dem Weg nach Great Bay zum letzten Strand von Treasure Beach, dem abgelegensten. Biegen wir jetzt hier ab. Zeige ich euch mein Lieblingsrestaurant. Ich hoffe, es hat die Stürme überlebt in den letzten Wochen. Ich stehe jetzt hier mit euch am Strand von Great Bay. Also ich glaube, die haben von allen Stränden hier am meisten gelitten in den letzten Wochen. Der Strand war viel, viel breiter. Und mein Lieblingsrestaurant, da sitzen die Pelikane, ist der Lobster Pot. Lobster Pot hat also Seafood, Shrimps, Lobster, Fisch zu sehr, sehr fairen Preisen. Guter Service, leckeres Essen ist also dieses kleine Restaurant hier. Aber ich glaube, sie haben schon wieder repariert. Das war hier alles weggespült. Jetzt haben sie es ein bisschen höher gebaut auf Stelzen. Da sind sie ein bisschen sicherer. Das ist der Beweis, dass Treasure Beach mit einer der trockensten Orte der Insel ist, weil hier überall Kakteen wachsen, Kakteenwälder. Da geht's gleich weiter. Wir sind immer noch hier in Great Bay.